Fari und ich werden gegeneinander antreten. Ich sage, das hier ist das Finale von Wer stiehlt mir die Show? Finale. Und an dieser Stelle übergebe ich dir erstmal die Münze, die du gerade noch gewonnen hast. Das ist deine Münze. Die brauchst du, die kannst du dir, die kannst du dir gleich da vorne zu deiner anderen Münze stellen. Und wir beide werden jetzt gleich gegeneinander antreten. Wir werden Fragen gestellt bekommen, die aber nicht ich stelle, weil in der Position kann ich jetzt nicht sein, weil dann hätte ich auch die Antworten. Deswegen haben wir jemanden, der auch viel, viel besser moderieren kann als ich. Ladies and Gentlemen, heißen Sie willkommen. Hier ist Katrin Bauerfeind. Du hast es bis ins Finale geschafft. Ja, ich bin total, ich freue mich, ich bin jetzt ganz ruhig. Das ist das Allerbeste. Das Finale ist ein ganz besonderes. Fari, kennst du die Regeln? Ja. Sehr gut. Wurden mir erklärt. Alle kennen die Regeln natürlich auswendig. Jeder kann sie mitsprechen, das ist ja klar. Aber ich erkläre sie natürlich trotzdem nochmal. Also, es ist so, wir spielen ein Quiz. Ihr versucht, richtige Antworten zu geben. Dann schauen wir bei dir, Fari. Hast du richtig geantwortet, dann bekommst du einen Punkt von mir. Aber Joko frage ich nicht, was er geantwortet hat. Der kriegt einfach immer einen Punkt. Es sei denn, du bremst ihn, weil du denkst, weiß er nicht. Da steht auf jeden Fall die falsche Antwort. Dafür hast du deine Münzen, die kannst du dann setzen. Weil nur dann muss er uns sagen, was er aufgeschrieben hat. So, wenn du jetzt recht hast, also da was Falsches steht, dann bekommt er natürlich keinen Punkt. Du behältst die Münze und kannst sie weiter gegen ihn einsetzen. Das ist super. Du behältst die Münze, wenn du recht hattest. Das wusste ich nicht. Wenn du sie aber falsch gesetzt hast, weil Joko die richtige Antwort hat, dann kriegt er natürlich den Punkt. Deine Münze ist weg. Wenn du keine Münze mehr hast, ist Ende für dich im Finale. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. So sieht's aus. Dann spielen wir jetzt das Finale. Finale. Jetzt ist dir der Ernst der Lage bewusst, ne? Ja. Ja, jetzt erst. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab noch kein Gefühl, wie ich mit diesen Münzen haushalten soll. Das ist die große Schwierigkeit. Kannst du mir da helfen? Ich kann dir ein bisschen helfen, natürlich nicht zu sehr, dann ist Joko immer so sauer auf mich. Kannst mich aber auch jederzeit fragen. Kannst Joko jederzeit fragen? Also wenn ich jetzt so, also ich kann erstmal so ein bisschen antesten, oder muss ich die schon gesetzt haben? Überhaupt nicht. Du musst dir ein bisschen der Taktik überlegen, antwortest du erst, guckst du erst, was Joko macht, okay, und so weiter und so fort. Ich glaub's. Und dann schauen wir nach und nach, ob du setzt oder nicht. Okay. Step by step. Okay. Die erste Frage ist, welche Tragikomödie wurde bei den Academy Awards 2022 mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet? Die Academy Awards dieses Jahr, der beste Film. Ist schon ein bisschen her, aber es lief ja hier bei diesem Sender. Steven hat sich wieder die Hacken in den Hintern gestanden am roten Teppich. Der beste Film 2022 bei den Oscars. Weißt du es? Fari. Sag ganz kurz nur, ob du es weißt. Worum geht's in dem Film? Ich werde dir jetzt nicht helfen, eine Antwort zu finden. Okay, aber... Aber du weißt... Also zwei Sachen. Ich habe die ganze Veranstaltung geguckt, weil ich sie aus beruflichen Gründen immer gucken muss. War danach bei Klaas in der Sendung. Warum musst du die gucken? Weil ich danach bei Klaas in der Sendung war und wir immer darüber reden. Seit 10 Jahren. In welcher Sendung? LNB. Ja, aber warum redet ihr darüber? Weil wir das auch bei Halligalli schon gemacht haben und wir haben es einfach beibehalten. Ihr redet immer über die Oscars? Ja. Alles klar. Ist das so? Ja. Das? Ja? Musst du ihn fragen? Das darf ich dir nicht sagen. Ihr redet immer über die Oscars. Was laberst du denn jetzt? Ich versuche dich nur zu fühlen. Ja. Gut, 22. Dieses Jahr. Und du musst was aufschreiben. Sonst willst du nicht. Du musst was aufschreiben. Du musst jetzt was aufschreiben. Fari, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich auch nicht. Kann ich einfach den Punkt, den habe ich. Den lasse ich. Schreib irgendwas, mach ein Kreuz hin, irgendwas, was du denkst. Okay, mal was Schönes, kleines Blümchen oder so. Okay. Okay, super. Oh, fuck.
Ich denke, wir können direkt auflösen und du sagst, was hast du aufgemalt? Ist das der richtige Ausdruck dafür? Ja, ich habe was gemalt. Okay, was ist es? Ich kann das nicht richtig erkennen, das müsst ihr ja schon einblenden. Okay, man kann es nicht richtig erkennen, das ist nicht die richtige Antwort, logischerweise. Kein Punkt für Fari. Lass uns kurz durchatmen und jetzt überlegen, wie deine Taktik weiter aussehen soll. Ja, sag mal. Die richtige Antwort ist erstmal... Entschuldigung. Sag mal, es läuft auch ganz gut bislang. Es läuft super. Coda ist die richtige Antwort. Ah, ja. Das war der beste Film 2022. Scheiße, das wusste der nicht. Das sabbelt nicht in der Sinn. Genau, das ist die Frage. Scheiße, wusste er das oder wusste er das nicht? Wenn du denkst, er wusste es nicht, dann kannst du eine Münze setzen, dann muss er uns sagen, was er auch. Ach, jetzt kann ich noch. Jetzt kannst du eine Münze setzen. Oder du sagst... Nee, er sabbelt wirklich darüber, das war gut. Die Story glaube ich dir. Einmal lasse ich ihn jetzt. Lass mal weitermachen. Überhaupt reinkommen erstmal. Joko soll den Punkt kriegen. Wunderbar. Fari setzt keine Münze. Joko hat die richtige Antwort gegeben und kriegt einen Punkt. Sehr gut. Wie? Er kriegt einen Punkt. Wenn du ihn nicht aufdeckst, dann kriegt er immer einen Punkt. Fari, das habe ich gesagt. Hey. So geht's mir seit Stunden. Ich weiß nicht, ob er es richtig gesagt hat oder nicht. Das werden wir nie erfahren. Wir beide nicht. Die Leute zu Hause können es sehen. Wir werden es. Dann kann ich ihn noch gar nicht durchschauen. Aber das Gute ist, wenn es im Fernsehen läuft, kannst du es dir angucken. Okay, genau. Gut. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was er geantwortet hat. Ich weiß nur, du hast ihm einen Punkt gegeben und wir spielen weiter. Ich bin jetzt warm. Jetzt lasse ich mich nicht mehr so leicht. Sehr gut. Welche beiden New Yorker Bezirke werden durch die weltberühmte Brooklyn Bridge miteinander verbunden? Die Brooklyn Bridge. Welche Stadtteile in New York verbindet die? Boah, ist das bitter. Das ist richtig ein bitterer Lauf. Ich dachte, du bist jetzt drin. Also, du hast nicht gerade gesagt. Okay. Mhm. Zwei Stadtteile suchen wir. Du willst mich irreführen, willst so tun, als wüsstest du es nicht. Und eigentlich weißt du es und gleich schreibst du es richtig fies auf und dann soll ich eine Münze verlieren. Okay, das läuft besser, als ich dachte. Ich habe auch gedacht, jetzt hat er dich. Ich habe keine Ahnung, auf wie ich es geschrieben habe. Okay. Man muss ja noch mal... Die Frage lässt Raum zur Spekulation offen. Finde ich nicht, aber welchen denn? Ja, ich will jetzt aber nicht zu viel fragen, weil ich Angst habe, dass wir sonst die Pferde aufnehmen. Also nee, doch, sag ruhig, weil ich finde auch. Ich finde auch. ja, das okay. Gleiche Ding. Vielleicht war das nicht präzise. Es gibt eine Brücke, die verbindet zwei Stadtteile in New York. Diese Brücke heißt Brooklyn Bridge. Welche beiden Stadtteile verbindet sie? Welcher Stadtteil ist auf der einen Seite und welcher ist auf der anderen Seite? Das ist die Frage. Ich brauche zwei Stadtteile, zwei Namen. Okay, aber ihr habt was aufgeschrieben? Ja. Gut, dann lösen wir jetzt auf. Fari, du bist zuerst. Manhattan, du hast geantwortet. Manhattan und Brooklyn. Manhattan und Brooklyn ist deine Antwort. Und diese Antwort ist richtig! Of course! Wie bitte? Bist du überrascht? Ich bin wirklich überrascht. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich dachte auch Brooklyn geraten, Bridge. Aber du hast richtig geraten. Ja, aber dann weiß er weiß das. Er ist ständig in New York. Er schreibt mir ständig aus New York. Was ein Quatsch! Du rufst jeden Tag, rufst du aus New York. War nicht so ein Bild von mir. Du bist ein New York-Typ. Das bedeutet... Nee, ich ziehe auf keinen Fall eine Münze. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Er war zwar ein bisschen unsicher, allein schon, dass er so Fachwissen... Ja, sie mündet in Brooklyn, aber sie streift auch an Harlem noch vorbei und so. So ist er nämlich. Er weiß nämlich, er denkt, nee, eigentlich, technisch gesehen... So, deswegen weiß er es... auf keinen Fall eine Münze. Also, keinen Fall eine Münze. So kennen wir Joko. Ich werde wieder nicht wissen, ob er es richtig hat oder nicht. Ist das bitter. Ein Punkt für Joko. Deswegen Glückwunsch. Sehr gut, sehr gut. Den Glückwunsch, keine Münze. Dann steht es jetzt 2-1 für Joko. Und die nächste Frage ist, die Regenbogenflagge, das internationale Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung, hat 6 Farben. Welche ist ganz oben? Die Regenbogenflagge, Symbol der Schwulen- und Lesbenbewegung. Das ist gut, das mache ich auch mal bei den anderen. Gucken, was die, wie die kritzeln, ne? Sehr gut, Fari verfeinert die Taktik.
Ja. Okay. Hast du es schon? Mhm. Du auch? Perfekt, dann können wir ja schon auflösen. Dann frage ich mal, Fari, welche Farbe ist ganz oben bei der Regenbogenflagge? Lila. Lila. Faris Antwort ist lila. Die Antwort lila ist falsch. Die richtige Antwort wäre gewesen rot. Rot ist die erste Farbe. Rot steht für das Leben. Das wäre richtig gewesen. Du kriegst keinen Punkt, aber die Frage ist, kriegt Joko einen Punkt? Ja, er hat was anderes gekritzelt. Er hat was anderes gekritzelt. Rot ist kurz. Warte mal. Hast du es gesehen? Das heißt, du möchtest eine Münze setzen, weil du glaubst, da steht nicht die richtige Antwort. Die Musik dazu ist super. Ihn zu beobachten, die Musik, und wie er versucht, wie so ein schlechter... Ja, ich lasse mich davon auch so anleiten. Wie so ein schlechter Tatortkommissar. Ja. Okay, ich muss ihn noch ein bisschen... 2-1, Fari. Wenn du setzt, kannst du... Nee, ich setz. Okay, du setzt eine Münze, genau. Perfekt. Das war zu geschwungen. Du hast auch lila. Das ist die Frage. Jetzt muss Joko uns sagen, was er aufgeschrieben hat. Hat Joko auch lila geschrieben, weil er mit viel Schwung geschrieben hat? Oder was steht da, Joko? Blau. Blau. Yeah. Blau ist falsch. Sehr gut. Ich krieg wieder, ne? Kein Punkt für Joko. Du darfst die Münze wieder zurücknehmen und behalten. Der Punktestand bleibt unverändert. Ein schönes 2-1. Und die nächste Frage ist, wie nennt man den Lohn eines Seemanns? Der Lohn eines Seemanns, wie nennt man den? Das muss ich wissen als Hamburger eigentlich, ne? Wollte ich auch gerade sagen, du kommst ja vom Wasser weg. Vielleicht weißt du das deshalb und hast einen kleinen Vorteil. So, jetzt kommt's. Sie zu Hause können mitraten. Blöfft Joko oder hat er vielleicht tatsächlich die richtige Antwort? Wie gut können Sie Joko einschätzen? Wir blenden jetzt mal ganz kurz die Antwort aus. Nee, das ist das nicht. Das ist das nicht. Manchmal würde es mich schon sehr interessieren, was ihr da so macht auf in eurem Köpfchen. Okay. Fari, du hast schon was aufgeschrieben, sagst zwar, das ist es nicht, aber lass uns doch mal checken, da steht... In Seemann kriegt seine Heuer. Heuer ist die Antwort. Ja. Lustig. Diese Antwort Heuer ist richtig. Ein Punkt für dich. Der kurze Zwischenstand ist 2-2. Du hast ausgeglichen. Das ist alles unterbewusst. Das ist alles unterbewusst. Das macht ja nichts. Hauptsache, es ist richtig. Jetzt ist die Frage unterbewusst. Was sagt dir dein Gefühl? Was glaubst du? Weiß Joko sowas? Ja, weiß er das? Blöde ist, ja, das weiß er. Weil das Blöde ist, einem fällt nichts anderes ein. Dann sagt man, er wird angeheuert und dann kommt man natürlich auf Heuer. Hm. Und das wird er auch hingeschrieben haben, ohne zu wissen, ob es richtig ist. Genauso wie ich. Meinst du? Ja. Das lief auf der anderen Seite genauso ab wie bei dir? Zufällig richtig und dann habe ich eine Münze verloren. Ey, nee, so dumm. Obwohl, ich muss was wagen. Ich habe einen Punkt. 2-2 und wenn du die Münze setzt und du richtig liegst, dann bleibt es bei 2-2. Ansonsten zieht Joko nochmal an dir vorbei und dann steht es 3-2. Nee, Heuer ist nicht so einfach. Nee, ich setze eine. Er setzt die Münze spontan doch. Ja, man muss hier was riskieren. Das ist doch klar. Joko muss sagen, was er aufgeschrieben hat. Ah, ich ärgere mich sehr, weil deine Herleitung so logisch gewesen ist. Ich habe Salär aufgeschrieben. Oh. Salär ist falsch. Sehr gut. Ich habe wirklich überlegt, wie heißt zwei, das? Zwei. Das Anheuern nicht ein. Es ist so, als du gesagt hast, das ist shit. Mine. Ah, wirklich. Ja, so, Fari ist jetzt drin, nimmt die Münze wieder zurück. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hast du es verstanden. 2-2 steht's. Oh, bis hier war es so einfach. Wir gehen in die nächste Runde. Welche Zahl liegt auf einem normalen Spielwürfel der 4 genau gegenüber? Auf einem Spielwürfel, was ist gegenüber von der 4? Das ist die Frage. Tu nicht so. Das weißt du, das ist billig. Okay, danke. Habt ihr schon beide eine Zahl aufgeschrieben? Ja. Perfekt. Fari, was steht bei dir? 3. 3. Ja. Fari antwortet 3. Und die Antwort ist richtig. Das gibt schon mal einen Punkt für dich. 3-2. Aber wir haben noch nicht über und mit Joko gesprochen. Wusste Joko das? Ja, natürlich. Das weiß jeder Pillermann weiß das. Und zwar, weil es immer 6 ergibt.
Nee. Genau, ganz genau. Ganz stark gerechnet. Keine Münze, Joko kriegt den Punkt. Richtig? Sehr gut. Joko kriegt einen Punkt. 3-3. Wer war als erster Mann alleine auf dem Cover der US Vogue? Welcher Mann war als erster Mann alleine auf dem Cover der Vogue in Amerika? Wenn ich nur den Vornamen habe. Nee, das wäre mir ein bisschen zu wenig. Das könnte, ehrlich gesagt, ja. Aber das ist ja ein Hinweis. Also du weißt es offensichtlich. Okay, und du hast jetzt schon ihm gesagt, also nun, der Vorname würde nicht reichen. Ich bräuchte schon einen ganzen Namen. Also wäre schon schöner, ja. Dann ist es der schon mal nicht. Warum hast du jemanden ausgesucht, der nur einen Vornamen hat? Oder? Nee, aber der Vorname, da wärst du nicht auf den Gedanken gekommen zu sagen, das reicht nicht, weil der Vorname reicht. Vielleicht ist es auch eine Definitionssache. Vielleicht reichen dir Dinge, die mir nicht reichen, oder ich weiß es nicht. Also, schreib den ganzen Namen. Schreib einen Vor- und Nachnamen, wenn du beides hast. Wenn nicht, schreib nur den Vornamen, dann schauen wir. Mir reichen 12. Okay, ihr habt beide was aufgeschrieben. Ein Name war gesucht. Fari, welchen Namen hast du aufgeschrieben? Ich habe Barack Obama. Barack hättest du durchgehen lassen. Und ich glaube, dass die einfach mega lange gezögert haben mit den Männern. Aber wahrscheinlich nicht so lange. Okay, Barack Obama steht da. Oder Barack oder was auch immer. Auf jeden Fall ist diese Antwort Barack. Falsch. Der war es nicht. Die richtige Antwort ist Harry Styles. Und deswegen wäre mir der Harry ein bisschen zu wenig gewesen. Wie jetzt? Das Harry Styles war auf dem Cover. Das war es auf keinen Fall. Okay, das hat sich schnell erledigt. Das war es auf keinen Fall. Danke, dass du es gesagt hast. Ich habe gerne richtig aufgelöst. Das heißt, du setzt ohne Diskussion, das bedeutet, Joko muss sagen, was da steht. Was hast du aufgeschrieben? John. Oder Harry Styles. Unfassbar. Ja? Ja. 4-3. Eine Münze weniger für dich. Also, es steht 4-3. Joko braucht 5 Punkte, um diese Show zu behalten. Das heißt, in der nächsten Runde musst du setzen, komme was wolle. Und vielleicht hoffen, dass du eine richtige Antwort hast. Hätte ich das vorher gewusst, hätte Joko es womöglich nicht weiß. Scheiße. Ja, so sieht's aus. Jetzt kommt die Frage. Die Beeren welcher Pflanze sind für das typische Aroma von Gin verantwortlich? Die Beeren welcher Pflanze sind für das typische Aroma von Gin verantwortlich? Mhm. Gin. Tolles Modegetränk in den letzten Jahren. Man kann es wissen. Kammer des Wissens. Sehr gut. Dieser Typ, ey. So schön, dass du da. Wo ist er? Und? Klappt das da? Ist das? Hast du da ein Handy oder so versteckt? Mal schauen. Nein. Und hat dir da. Ist es besser geworden? Nein, ihr habt mich unterbrochen. Achso. Warte mal. Ist es vorbeigekommen? Scheiße. Fast. Beeren, ne? Beeren. Werden aus Beeren gemacht? Scheiße, und ich muss ihn auf jeden Fall stoppen. Okay, Was hat dir die Kammer des Wissens jetzt gesagt, Farid? Kann ich einmal einen Gin haben, kurz? Zum Nachschmecken? Die Kammer des Wissens ist ein Vollidiot. Ich weiß gar nichts. Ich muss dich leider zwingen. Mir fällt nichts ein. Nimm irgendeine Beere, die dir schon mal, wo du denkst, das ist jetzt vielleicht nicht unlogisch im Zusammenhang mit Gin. Ja. Vielleicht ist es keine Erdbeere, vielleicht aber auch doch, wer weiß. Vielleicht was? Hä? Kannst du mal aufhören? Nee. Lass sie doch mal in Ruhe auch. was könnte es noch vielleicht für eine Beere sein? Auch nicht. Aber Farid, du musst was aufschreiben. Ich muss runterzählen und das ist. Gott, ich habe hier noch nie runtergezählt. Bin ich der Langsamste? Ja. Jetzt, du hast was aufgeschrieben? Ja. Okay. Sag mir, was du aufgeschrieben hast. Ich habe Stachelbeere. Stachelbeere. Stachelbeere.
Frage. Gute Idee, aber die Antwort ist falsch. Scheiße, ich... Weiß kein Punkt für Fari. Die richtige Antwort ist die Wacholderbeere. Oh, oh, daraus wird Gin da gemacht. Was. Aus Wacholder. Du musst setzen, das ist klar. Warte. Ich weiß nicht, wie du das deutest, was Joko da macht. Also ich weiß, dass wir eine richtig harte, geile Show verpassen. Und zwar eine Sex-Aufklärungs... Frag mich schnell. Mit Joko nächste Woche, meinst du? Was hast du aufgeschrieben? Wacholderbeere! Und damit steht fest, lieber Chief Joko Winter scheint die Show! Was ist los mit ihm? Was ist los? Er kann nicht mehr. Was ist los? Fariyanim! War das ein gutes Bild? Fariyanim hat diese Sendung leider nicht gegen mich gewinnen können. Dafür habe ich gewonnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nächste Woche Dienstag 20.15 Uhr. Ich habe meine Show behalten. Ich werde sie moderieren. Fariyanim wird wieder da sein. Dieser Verruf wird wieder da sein. Olli Schulte wieder da sein. Lieben Dank an euch drei. Lieben Dank an Katrin. Lieben Dank an die Mighty Winterscheids. Danke an Sie hier im Studio und danke an Sie zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich bin gut drauf und nächste Woche bin ich noch besser drauf. Tschüss, danke, schönen Abend.